Hi zusammen, ich wollte heute mal kurz darüber reden, was ich immer für Diskussionen habe mit Kunden hinsichtlich, wo eigentlich Videos und Dokumente abgespeichert werden sollen. Ich habe ja vor Jahren auch immer die These vertreten, let's create traffic onto our website, let's link over to our website, we want to have them there. Diese Art von Argumentation. Diese Logik gilt immer noch, aber die Dynamik spricht dagegen. Und ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, was ich damit meine. Also, was sollte ich tun, damit möglichst viele Leute mein Video sehen? Und was ist dafür wirklich der entscheidende Faktor? Das gute Video, der gute Inhalt, das glauben viele. Aber eigentlich ist es nicht unbedingt immer so. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, wo ich mich präsentiere und welche technischen Voraussetzungen in der Verbreitungslogik sind entscheidend für mich, um weiterhin erfolgreich zu bleiben. Mit anderen Worten, reden wir mal von Video wie diesem hier. Wenn ich dieses Video organisch direkt bei LinkedIn hochlade, ist es gut, wenn ich da mich an bestimmte Formate halte, gewisse Präsentationslogiken und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich für YouTube auch. Aber was jetzt passiert ist, wenn ich mein Video bei YouTube einstelle und den Link mit einem schön formulierten Post bei LinkedIn einstelle, dann habe ich zum Beispiel vielleicht eine 16 zu 9 Anzeige unten, das ist relativ klein, während wenn ich ein direkt hochgeladenes Video vertikal oder quadratisch nehme, habe ich schon mal viel mehr, nimmt die ganze Sache viel mehr Platz ein, ist schon mal als erstes sehr eindrucksvoll. Aber was noch viel wichtiger ist, ist ja nicht, wie sieht das aus, wenn die Leute mich sehen, sondern sehen sie mich überhaupt? Das meinte ich. Das ist der wichtige Punkt. Die Algorithmen dieser verschiedenen großen Plattformen, Imperien sozusagen, die arbeiten daran, die einzelnen Leute bei sich zu halten. Sie wollen eben nicht, dass du woanders hingehst, auf Amazon von LinkedIn, und dann kommst du vielleicht nicht wieder zurück. Sie wollen die Leute bei sich halten. Also sie sind so programmiert, zu erkennen natürlich, dass er im Link, dass eine zu YouTube rübergeht. Also wird die ganze Sache nach unten gespult. Das heißt, ich komme überhaupt nicht über die Schwelle. Wie gut mein Material ist, ist gar nicht mehr so entscheidend, wie was da drin steht und welche Tags. Als allererstes sieht die Plattform, der will weg. Gucken wir mal, schieben wir mal nach unten. Und gegen diese Sache, ich habe selbst ein bisschen getestet mit Videos, das sind also wirklich Größenordnungen, die relevant sind. Die sind ein Vielfaches manchmal, ja, was den Unterschied macht. Ja, und das sollte ich wirklich bedenken. Und damit muss ich mich auch in der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzen. Also organischer Upload zu den Plattformen, die ich bediene, ist wichtig. Ich muss mich mit den Formaten etwas auseinandersetzen. Aber hauptsächlich wichtig ist, dass es dort hochgeladen wird. Und das gilt nicht nur für Videos, das gilt auch für Dokumente. Wenn ich also sowas wie PDFs produziere, was natürlich in sich schon mal ein bisschen fraglich ist, weil die ganze Sache 40 Jahre alt ist schon, oder 30 Jahre alt, 30 Jahre gibt es im PDF schon, und das hat Schwierigkeiten, wenn ich mal kurz was ändern will, das ist alles so eine Sache. Dann habe ich da eine Datenbank bei mir auf meiner Webseite und dann kann ich schön mit meinen Tracking-Tools nach 3, 4 Jahren, wenn das Projekt vorbei ist, dann endlich mal dran denken, da zu gucken, wie gut ist es gelaufen, dann mache ich das auf. Ist also alles mein Territorium. Ja, klar, wenn ich das alles bei mir bei LinkedIn dann angucken muss, das ist Building Your Empire on a Foreign Territory, bin ich der Sache vollkommen ausgeliefert. Klar, aber wenn die Zahlen besser sind, ist das natürlich so eine Frage, auf was ich mich einlasse. Also sollte ich vielleicht beides machen. Also ich kann die PDFs weiterhin in meiner Datenbank ablegen und ich kann die natürlich auch posten mit Artikeln, die darüber verlinken und ich kann so ein A/B-Testing machen, aber ich kann auch Posts entwickeln, wo die Dokumente direkt hochgeladen sind in LinkedIn, sodass man da schön durchflippen kann so und sich das anschauen kann. Das ist nicht nur einfach attraktiver, vor allen Dingen, wenn ich den Inhalt ein bisschen anpasse, dass es in dieser Größe und für das Durchflippen so gemacht ist, dass da nicht so viel draufsteht, nicht so wie eine DIN A4-Seite, sondern es hat eben auch den Vorteil, dass es viel mehr Leuten gezeigt wird. Und ich kann mir hinterher natürlich die Daten dann bei LinkedIn anschauen.
Ja, aber ich muss mich dazu natürlich dort einloggen, muss am besten diese ganzen Posts vorher abspeichern und dann vielleicht den Link dafür in ein separates Dokument kopieren, sodass ich nach gewisser Zeit da einfach draufklicken kann, also meinem Content Planning Tool vielleicht, den ich dann auch als Evaluierungstool benutze, reingehen und muss die einzelnen Daten rausholen. Wie das im Einzelnen bei jeder Plattform funktioniert, ist unterschiedlich. Und natürlich, wenn andere Leute für mich posten, mit mir zusammenarbeiten, Partnerorganisationen, dann muss ich das natürlich mit denen besprechen und mich darauf verlassen, dass sie es tun. Das ist natürlich eine Sache in sich, die fraglich ist, ob sie funktioniert. Klar, desto mehr Leute dabei sind, desto aktueller alles eingeleitet werden muss, desto schwieriger wird die ganze Sache. Aber ich lasse quasi Geld auf dem Tisch, wenn ich es nicht tue, weil meine Daten zeigen eindeutig, dass dieses Direkthochladen von den einzelnen Plattformen auf jeden Fall technisch befördert wird. Also ich lasse, wenn ich mal darüber nachdenke, welche Währung, was will ich eigentlich haben, ist ja Aufmerksamkeit, nicht Geld. Also wir verkaufen nichts in der Entwicklungszusammenarbeit, aber wir wollen schon Währung haben. Und vor allen Dingen von bestimmten Leuten hätten wir gerne Währung, also Aufmerksamkeit. Und die lasse ich auf dem Tisch, wenn ich von vornherein bestimme, dass es mir wichtiger ist, dass ich das messen kann, auf jeden Fall, dass das bei mir alles ist, dass ich das alles kontrollieren kann. Wenn mir das wichtiger ist, dann ist das eine Entscheidung, aber ich verliere sehr viel, ich lasse sehr viel Geld auf dem Tisch sozusagen, wenn ich diese Entscheidung treffe.